Schon seit vielen Jahren unterstützt die Künstlerin Nahid Shah Alimi das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF und ist überzeugtes Mitglied. Sie selbst hat die Hilfe von UNICEF als Kind in Afghanistan benötigt und dankend angenommen. Im November 2011 war sie wieder Teil eines wohltätigen Projekts. Der UNICEF-Gala im Hotel Kempinski in München. Ich repräsentierte und half UNICEF bereits in vielen Events und sollte noch mal eines in München stattfinden, werde ich auch das auf jedem mir möglichen Weg unterstützen. Sobald Organisationstalent gefragt ist, helfe ich auch hierbei. Es ist einfach schön, mit diesem wundervollen Team zu arbeiten. In Sachen Professionalität findet man nichts Besseres als das. Speziell dafür verantwortlich sind hier Claudia Kraus, Komiteemitglied der UNICEF, sowie Peter Elfert und Caroline Grove vom Hotel Kempinski, die die letzten 6 Wochen ununterbrochen gearbeitet und all dies möglich gemacht haben. Meine Rolle besteht lediglich darin, das zu machen, was getan werden muss. So wie hier zum Beispiel diese Kugeln, die ich zum Großteil bemalt habe. Das ist wirklich eine Ehre für mich. Vor allem dieses Exemplar, das Michael Gorbatschow zeigt. Für eine afghanische Künstlerin stellt es ein Riesenprivileg dar, so etwas machen zu können. Die Künstlerin Nahid Shah Alimi organisiert seit Jahren Ausstellungen, deren Erlös sie ganz oder zum Teil an UNICEF spendet. Für die Veranstaltung im Kempinski Hotel wurden 15 Glaskugeln von prominenten Persönlichkeiten designt, signiert und versteigert. Hauptsächlich wurden die Glaskugeln von der Künstlerin in Zusammenarbeit mit den Promis gestaltet. Beispielsweise zu Lang Lang sagte ich, dass ich all das bemalt habe, woraufhin er es unbedingt sehen wollte. Lang Lang ist ein junger, lebhafter Musiker und so, wie er die Noten für seine Musik nutzt, so nutzte ich auch sie, indem ich sie in eine organische Form umwandelte. Die vielen verschiedenen Eindrücke der Persönlichkeiten haben Nahid Shah Alimi bei ihrer Arbeit an den Weihnachtskugeln inspiriert und es sind wundervolle Werke entstanden. Die Persönlichkeit in die Kugeln einfließen zu lassen, war sehr schwierig für die Künstlerin. Aber auch das Malen auf den feinen und zerbrechlichen Glaskugeln forderte die Malerin. Sowas mache ich das erste Mal. Ich male seit über 20 Jahren, aber so eine Art der Kunst habe ich noch nie zuvor ausgeübt. Es war eine große Herausforderung, die richtige Technik zu finden, diese kleinen, rutschigen Glaskugeln zu bemalen. Hier bleibt kein Raum für Fehler. Dadurch habe ich mich auch selbst als Künstlerin weiterentwickelt. Es ist eine fantastische Art und Weise, etwas zu kreieren, da jede einzelne Kugel komplett unterschiedlich ist. Das betrifft die Farben sowie die Designs. Die eine ist etwas verspielter, die andere weihnachtlich angehaucht oder auch nicht. Zum Beispiel das Exemplar Arnold Schwarzenegger, auf der ich einen Kalender gemalt habe, den er höchst selbst in den 80er Jahren entworfen und eigens gemalt hat. Diese Arbeit hat 5 Tage in Anspruch genommen. Aber dennoch ist es fantastisch, etwas darzustellen, das er selbst vor so vielen Jahren kreiert hat. Neben Arnold Schwarzenegger, Udo Lindenberg und Shakira setzte sich auch das Münchner Topmodel Julia Stegner für das Projekt ein und ließ ihrer Kreativität freien Lauf. Mit dem Mädchen, das die Sterne auf, beziehungsweise die Taler, die Sterne, die sich in Taler umwandeln, auffängt. Ich finde es eine sehr schöne Aktion, weil natürlich jetzt die Weihnachtszeit naht und diese Christkugeln eben zu einem guten Zweck versteigert werden. Und ich hoffe, dass die auch viel Geld einbringen oder eingebracht haben. Und ich finde es einfach schön, hier zu sein heute Abend. Gerade heute Abend geht es um die Kinder in Nepal. Die benachteiligten Kinder zwischen 5 und 15 Jahren müssen da schon über 2 Millionen Kinder Kinderarbeit leisten. Das ist für uns unvorstellbar hier in Deutschland. Und da einfach zu versuchen, ein bisschen was beizutragen und ein bisschen irgendwie hoffentlich Aufmerksamkeit auf dieses Thema und allgemein Kinder auf dieser Welt, denen es eben nicht so gut geht, zu bringen, wäre natürlich toll. Das große Engagement der Promis und UNICEF-Mitglieder sorgte für viel Bewunderung bei den Besuchern. Schon sehr früh gab es Interessenten für die zierlichen Kunstwerke. Welche, haben Sie da schon eine Favoriten? Oder ja, doch, meine Tochter hat sich da schon was ausgesucht. Darf ich fragen, welche das ist? Ich glaube, das ist die von Mur. Neben der Glaskugelversteigerung wurde den Gästen der UNICEF-Gala noch ein weiterer Höhepunkt geboten. Zur weihnachtlichen Stimmung passend wurden die Gäste zu einer Märchenstunde eingeladen,
welche von verschiedenen Promis gehalten wurde. Durch die gesamte Veranstaltung führte die Moderatorin Nina Ruge, die sich ebenfalls stark für UNICEF einsetzte. Einer der Leser war der Schauspieler Hannes Jänicke. Lass alles von Ihnen aus und trag es zu Ihnen hin. Lieber Prinz, sagte die Schwalbe, das kann ich nicht. Und sie begann zu weinen. Schwalbe, Schwalbe, kleine Schwalbe, sagte der Prinz, tu, wie ich dich heiße. Also riss die Schwalbe des Prinzen eines Auge. Verzaubert von Märchen und Kunst war die Gala ein voller Erfolg. Der Künstlerin Nahid Shah Alimi ist der Erlös für das UNICEF-Programm für Kinder in Afrika sehr wichtig. Aber Aufmerksamkeit für den Namen und die Projekte zu gewinnen, ist ebenso bedeutungsvoll. Um Geld von einer Person zu bekommen, muss man vorher die Aufmerksamkeit dieser Person gewinnen. Die Menschen müssen wissen, dass es UNICEF gibt und was UNICEF leistet.